Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain hier bei uns auf dem Konfig-Kanal. Nachdem wir ja am Ende des letzten Ports hier ein bisschen unsere Probleme hatten mit diesem X drücken, bis das Symbol verschwindet. Ja, es passiert nicht so viel. Ich habe quasi die Aufnahme beendet im letzten Port und instant danach eine Lösung gefunden, die aber keine Lösung für immer ist. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier bloß ein Bug ist, weil wenn ich zum Beispiel das Ganze mit der Tastatur mache, W drück, dann funktioniert's. Ich weiß nicht, warum das auf dem Controller nicht funktioniert. Weil wenn das jetzt immer so quasi dieses Problem ist, schon kurz auf Start. Okay, Start gibt's nicht. Ja, Applaus, Applaus. Falls dieses Problem nämlich immer da ist und ich quasi während Quicktime-Events dann noch auf Controller zu Tastatur wechseln muss. Ich hoffe, das war jetzt nur eine Ausnahme. Schauen wir mal. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Haha, gib auf, Schwächling. Du schaffst das. Auf geht's jetzt. Ja! Sag mal, GDX-Taste nicht. Ich hab sowas von X gedrückt da drin. Kratzer. Ohne Witz. Greif an, greif an. Das zahlt dir ein. Töte es. Und dann gibt's kein Kindergeld mehr. Es gibt einen blauen Fleck. Gibt's bei den Amis überhaupt Kindergeld? Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt musste ich wieder X wiederholt drücken. Essen ist fertig. Kommt Wir ihr rein? kommen! Also irgendwie weiß nicht, meine X-Taste sollte eigentlich funktionieren. Kann ich nicht mal mich bei der PC-Steuerung mit der Maus umgucken? Okay, das ist nicht cool. Gut. Tue mich noch ein bisschen einfuchsen hier. Ist ja alles noch Schon, ziemlich entspannt. es gibt Essen. Ja, ich bin. Ich gehe ihn holen. Ich bin da nicht schon. Ich bin aber trotzdem unterwegs. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist doch reingelaufen, ne? Ist er nach oben? Das ist ja jetzt meine erste Prognose. Ich hoffe, damit liege ich nicht ganz so falsch. So. Ah, da ist er doch. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Gerade eben oder noch quietschfidel. So schnell geht's manchmal. Ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz.
Okay. Ich drück X. Aber hier geht komischerweise X im Menü. So, kann ich Sprache, kann ich reingehen. Schwierigkeitsgrad spiele ich übrigens auf Mittel. Ja, Audio. Hier funktioniert X. Aber hier? Ich bin verwirrt. Er kann nicht weit sein. Er war vor einer Sekunde hier. Er ist bestimmt zum Clown gelaufen. Jason. Jetzt? Was ist? Jason. Man muss ja sagen, das ist vielleicht so die bekannteste Szene aus Heavy Rain. Wie man hier durchs Einkaufscenter läuft und die ganze Zeit Jason ruft. Das ist ja auch schon so ein Meme. Jason. Im Internet. Jason. 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 So, er hat was von Clown gesagt. Wo ist ein Clown? Jason. Ich frage mich, warum irgendwie die X-Taste nicht ganz anerkannt wird. Hier ist der Clown. Aber kein Jason. Ach doch, hier ist er doch. Hallo, geht mal aus dem Weg hier. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Ach, gut. Dann läuft er. Bleib doch mal stehen. Was ist das scheiß Portemonnaie? Stimmt so. Da. Oh, bestimmt ein Fünfer. Ach, Junge. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Ja, weg halt. Bleib hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Jason! Okay. Eigentlich müssen wir doch bloß nach einem roten Ballon ausschauen. Jason! Jason! Bin ich irgendwie ein bisschen schneller? Nee. Warum läuft er in die Richtung? Jason! Okay. Ganz ruhig, er kann nicht weit sein. Ich finde ihn. Jason! Jason! Dahin. Da war der rote Ball. Jason! Jason! Da ist er. Jason! Jason! Hier ist aber schlimmer wie... Jason. Keine Ahnung wo. Jason. Ja, das war auch nicht. Jason. Was ist denn hier los? Wie viele Leute Jason. Sind hier denn? Jason! Jason! Ist der falsche Jason. Raus? Jason! Da ist der rote Ballon. Geht doch alle zur Seite hier. Meine Güte! Jason. Ich hab Stress! Jason! Jason! Sieht aber irgendwie nicht nach Jason aus. Jason! Jason! Nee. Du bist nicht Jason. Jason! Da ist ein roter Ballon. Das sah gut aus. Jason! 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 Scheiße. Das ist doch gerade vor uns über die Straße Scheiße. Gelaufen. Jason!
Jetzt nicht über die Straße rennen. Bleib drüben. Jason, nein! Sony Computer Entertainment. A Quantic Dream Production. Heavy zwei Jahre später. Hey, Sean. Hey, Dad. Tja, ob heute genau zwei Jahre später ist, irgendwas bedrückt ihn doch. Die Stimmung ist irgendwie wie das Wetter heute.
Schwarzbild. Lebst du noch, Spiel? Hallo? Danke. Ich will gerade den Tastenmanager schauen. Sieht irgendwie nicht mehr nach dem großen Haus aus. Ganz im Gegenteil. Tja, erste Vermutung. Der Tod von Jason hat uns so sehr aus dem Leben geworfen, dass wir unsere Arbeit quasi verloren haben, dass wir die Frau verloren haben und jetzt allein mit dem Nötigsten hier mit Sean wohnen. Erste Theorie. Wieso kann ich wieder nichts machen? Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Also irgendwie möchte es nicht ganz immer meine Tasten anerkennen, habe ich das Gefühl. Schütteln! Aber nach Snack für Schauen sieht das jetzt irgendwie nicht aus. Bier gab es auch noch. Aber jetzt nicht. Gut, also im Kühlschrank sieht es nicht so sehr nach Snack aus. Kann man auch wirklich mit allem interagieren, hä? Es ist 5 Uhr. Vielleicht eine Mandarine. Ich wollte Banane sagen, aber... Ah nein, es ist ein Apfel. Okay, geht auch. Ein sehr kleiner Apfel. So, was sieht denn der Plan aus? 16:30 Snack, 18 Uhr Homework, Dinner und dann 20 Uhr geht's ins Bett. Lust auf ein paar Vitamine. Hier schon, was zu essen. Danke, Dad. Ich dachte, wir machen jetzt hier irgendwie... Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Ja, okay, also getrennt haben die beiden sich definitiv. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Okay. Ja, die 18 Uhr Woche im Work, ne? Da haben wir ja noch eine halbe Stunde Zeit. Tja, wir können uns noch ein bisschen umschauen in der Zeit. Können wir uns bestimmt auch bloß hinsetzen. Einen Kamin haben wir zumindest. Aber den scheinen wir nicht anmachen zu können. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Klingt ja nicht so sehr begeistert. Wieso funktionieren die Tasten nicht, wenn ich drauf drücke? Also mein Controller ist definitiv nicht im Arsch, weil hier funktioniert es ja auch. So. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich versuch's mal mit der Tastatur, wie ich da zurechtkomme. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Ansonsten muss ich meinen anderen Controller anschließen. Aber komm, junger Mann, Hausaufgaben gehen vor.
lassen wir uns hier nieder. Ah, okay, gut. Jetzt mal rausfinden, wie das alles geht. Nein, ich möchte eigentlich sitzen bleiben. Kann ich mich bitte wieder hinsetzen? Ich muss erst die Maustaste drücken und dann kann ich die Bewegung machen. So, brauchst du Hilfe? Kann ich irgendwie behilflich sein? Sieht nicht so aus. Aber vielleicht können wir uns ja in der Zwischenzeit schon ums Abendessen kümmern. Okay, in den Kühlschrank komme ich gerade nicht ran. Es wird dunkel. Ich mache lieber Licht an. Er hat doch selbst Licht angemacht, oder? Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Gut, Hausaufgabe erfolgreich abgeschlossen. Tja, was sagt die Uhr? Ja, 6:45. Also wenn um 7 Abendbrot ist, haben wir ja eigentlich noch Zeit. Ich weiß ja nicht, ob wir groß was vorbereiten müssen. An den Kühlschrank geht's noch nicht. Okay. Tja, schon sehr. Dann können wir hier mal den Apfelkrebs vielleicht wegräumen. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Okay. Schon ein bisschen Tristesse hier, das Ganze. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Gut. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Okay. Wenn der Herr das so möchte, dann können wir das machen. Und kannst du das machen? Tja, nach schönem Garten oder so sieht das ja auch nicht aus. Ne? Hat bestimmt auch nicht gerade die beste Gegend sein. Was muss ich? Beide, okay. Na siehste, Papa kann das. Ich will noch ein bisschen mit der Steuerung irgendwie. An dem Controller liegt's nicht, der funktioniert. Aber irgendwie nimmt das manchmal nicht. Gerade eben beim Reden hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als ob der die Taste, die 2, nicht genommen hat, die ich da gedrückt habe. Ob es vielleicht noch ein bisschen buggy ist. Der hat genießt. Ist bestimmt eine Erkältung. Ich schaue mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Okay. Muss er bestimmt ins Badezimmer, ne? Was liegt hier noch? Was ist denn die Schlagzeile? Der Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer schließen lässt. Schreckt aber ganz schön zurück. Wie vom Blitz getroffen, die Schlagzeile. Tja, hier sieht es nicht nach Medikamenten aus.
Können wir die Treppe hoch? Oder müssen wir sonst vielleicht doch in der Küche schauen? Das war ja jetzt bloß die Toilette, die wir an der oben noch ein richtiges Badezimmer haben. Ich denke mal, da könnte die Erfolgschance für Medikamenten am größten sein. Na bitte. Ich schätze mal, die haben wir jetzt mitgenommen. Dann geht's auch gleich wieder zurück zu Sean. Ich glaube, dann müsste auch langsam die Abendessenzeit dran sein. Dass wir uns darum kümmern. Möchten uns ja schon mehr oder weniger an den Plan halten. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ja, ich glaube, wir sind noch schon überfällig. Tja, Pizza habe ich ja, glaube ich, vorhin noch gesehen. Ja, oder Roasted Chicken. Ist beides nicht so, ne? Roasted Chicken, das ist auch einfach nur Fertigessen, das ist auch nichts Wertvolles. Ach komm, wir nehmen die Pizza. So, es geht doch jetzt bestimmt bloß in die Mikro. Ach, genau. Na gut. Das ging schnell. Scheint mir zumindest. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Verlässlicher als der Controller. Ich verstehe es halt absolut nicht. Der Controller funktioniert zu 100%. Ich habe es im Menü ausprobiert. Alles ein bisschen strange. Kann ich mal diesen Apfelkrebs vom Sofa räumen? Sind wir bei den Flotters oder wie? So. Weiß nicht. Wollen wir uns vielleicht auch ein Stück nehmen? Oder wir tun einfach ein bisschen jonglieren. So, D, W, S, A, S, A, nein, es war W, ich habe W gedrückt. Jonglieren ist eh scheiße. Wer muss jonglieren? Also völlig bewertet. So. Na, schon fertig. Räumt sogar von alleine weg. Meine Güte. So, junger Mann, es ist um 8. Ziemlich genau sogar. Du weißt, was das heißt. Ja, brauchst dich gar nicht so hier hinsetzen. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein. Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Ich musste da durch, du musst da auch durch. Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Kann ich ihn ausschalten? Papa muss nämlich Strom sparen und Papa muss diesen Apfelkrebs vom Sofa nehmen. Der macht mich verrückt. Wirklich. Gut. Dann schauen wir mal, wie sie Sean so macht. Das Zelt haben sie übernommen. Das steht noch hier. Das Regal, das hat er auch vorher schon gehabt. Machen wir in der Zwischenzeit schon mal das Rollo zu.
ist das... Ja. Er hat es auch noch nicht verarbeitet, aber er will ihm dann einen Vorwurf machen, in dem Alter. Besonders. Gute Nacht, John. Mein Teddy. Dad, ich hab mein Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. Nun gut. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde, okay? Weit kann er ja nicht sein. Unten ist uns zumindest nichts aufgefallen. Sean will seinen Teddy. Er muss ihn irgendwo hier gelassen haben. Das ist eine Uhr. Schrank. Schreibtisch. Ich schätze mal, im Schrank wird er nicht sein. Nö. Sieht nicht danach aus. Was gibt's hier noch? Oh, noch gar nicht drin. Kumpel, ach, das ist unser Zimmer, unser Arbeitszimmer. Sieht ein bisschen nach Architekt aus. Liegt er vielleicht im Bad? Wobei, da waren wir vorhin, glaube ich, ach, ja, auch schon. Ja, da waren wir auch schon drin. Das wäre uns ja eigentlich auch schon aufgefallen. Dann müssen wir eben nochmal unten schauen. So viele Optionen dürften da ja eigentlich immer bleiben. Ah, der müsste uns doch nun eigentlich irgendwo, wenn der hier wäre, schon aufgefallen sein, oder? Was ist hier noch? Noch eine Rümpelkammer. Ah, da ist er doch. Auch schon bessere Tage hinter sich gehabt. Wie auch immer der da hinkommt. Vielleicht war er in der Wäsche, lag auf der Waschmaschine. Ansonsten hätte er das vielleicht mal nötig. So. Bitteschön. Danke, Dad. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Eine Decke? Ich wollte schon sagen. Nun denn. Scheiße. Ich hab langsam gemacht, ich schwöre.